Willkommen zurück zur ISO-Folge 863. Wir sind gerade in das Kolleg der Sapiarchen eingetreten. Ja, sind wir. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Ich verwundere, okay, gut. Gut. Wir haben das Kolleg der... Bei den sieben heiligen Schriften. Oh. Wer fällt in diesen Hort des Wissens ein? Ich habe das im Griff. Sprecht ihr mit den Sapiarchen. Das ist unerhört. Ein Angriff in unserer eigenen Zuflucht. Ja, aber na gut, das sind doch ein paar Sapiarchen tot. Das ist. Ja, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie. Ewiger Wächter. Sieht ein bisschen aus. Na gut, ich eliminieren. Das ist schrecklich. Bitte entschuldigt meinen derzeitigen Zustand. Doch ich kann vor lauter Verstörung keinen klaren Gedanken fassen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass Daedra unsere Anlage angreifen. Das ist doch Wahnsinn. Verzeiht mir meinen Bruch mit dem Protokoll. Ich bin Elimir, Sapiarch der Daedrischen Täuschungen. Na gut, dass du überlebt hast. Das ist. Na gut, das würde zumindest erklären, warum Melandriel keinerlei daedrische Einflüsse gesehen haben, weil die sind ja alle hier offensichtlich. Was hier geschehen ist? Oh, es ist noch nicht vorbei. Es gab keine Warnung. Daedra strömten in die Anlage. So viele große Geister ausgelöscht. Wir waren in der Lage, den Hof zu säubern, aber im Inneren sind noch mehr. Ich fürchte um die Sicherheit unserer Obersapiarchen und unserer anderen Weisen. Tja, ja, ich, genau. Der Kristallturm? Ihr müsst mit Lanathiel sprechen, der Sapiarchin der Arkanologie und Leiterin unseres Kollegs. Sie ist da drin mit diesen Monstern gefangen. Ich schlage vor, ihr geht durch das Labyrinth unter der Anlage hinein. Seid aber auf der Hut vor den Daedra. Ja, ich gehe da mal ins Labyrinth und guck da mal nach. Das ist bestimmt total in der Gute. Ich ahne, dass meine Warnung irgendwie zu spät kam. Okay, laut den Karten, die ich studiert habe, ist das Labyrinth da lang. Ich gehe zurück nach Lilandril und warne die Wachen. Gute die Idee. Vielleicht sollte ich euch begleiten. Mhm. Das Ding ist, ich dachte am Anfang irgendwie, dass es die Sapiarchen sind halt sowieso wie Patriarchen, dass es irgendwie so drei Sapiarchen gibt. Aber offensichtlich liege ich falsch und es gibt ziemlich viele Sapiarchen. Das ist so oder Astens ist halt. Also auf jeden Fall gibt es davon viel mehr als gedacht. Nix schade. Also ich laufe natürlich immer in die falsche Richtung mit voller Absicht, weil ich meine, wir sind wahrscheinlich nur einmal hier. Muss man sich auch mal ein bisschen umsehen. Ne? Muss ich ein bisschen die Landschaft angucken. Was ist das? Vor allen Dingen können wir Lilandriel. Dieser Felsen hat nämlich den Bäumen drauf. Also man muss ja schon sagen, Sommer sind es ja so an sich ja nicht recht hübsch, ne? So im Großen und Ganzen. Ich denke gerade schon, ob ich hinten drin regnet. Ich ahne, dass ich ins große Haus wahrscheinlich nicht rein kann, oder? Weil. Baum? Doch, Kollege, das habe ich ja. Ich mal sehen, wer hier noch lebt. Ach. Ich kann diesen Durchgang im Moment nicht benutzen. Vor allem Dietra-Angriffen, in den beiden Breiten nicht einen Dietra zu sehen. Die Bude erinnert mich auf jeden Fall richtig an Dark Souls. Das ist diese ganze kirchenartige Architektur hier. Doch, doch, das ist vor allem mit diesem geländerfreien Leben. Da kriege ich schon so einen leichten Dark Souls-Vibe, würde ich ja mal sagen. Das ist. Aber da gucken wir uns halt mal im Labyrinth um. Doch, wenn wir auch immer auf die Idee kommen, dass das Ding das Labyrinth ist. Das typische Fall. Wir haben einen Eigennamen, wir benennen es lauter Gegenstände. Das Labyrinth der Sapiarchen. Das Frühstück der Sapiarchen. Das Messer des Sapiarchen. Die Gabel des Sapiarchen. Die Kapuze des Sapiarchen. Das Kolleg des Sapiarchen. Ist über den Ursprung für Labyrinth aus Hallen gegengebaut, dein Gewürz uralten Wissen und kündigt Zeremonien, der uns vielen Schriftrollen, sie bräuchte, die uns an mehrere Schmöchchen die Stunden müssen, bevor sie das Thron von eigener Besteigung überliefert sind. Also es enthält insgesamt Wissen über irgendwelche veralteten Protokolle, die nicht mehr so wirklich interessant sind. Hör ich da jetzt raus. Also das Kolleg ist also als solches gar nicht mehr so wichtig. Weil wenn da nur irgendwie, dass das irgendwie um die kündliche Historie geht, dann ist es ja auch irgendwie so ein bisschen buggy, ne? Na gut, weiß ich denn. Und welche Tipps, Ideen, Vorschläge? An dieser Sache ist mehr dran als ein einfaches Vordringen von Daedra. Ich hatte bei unserer Ankunft eine merkwürdige Empfindung. Ein Gefühl der Dringlichkeit. Wir müssen uns beeilen und die gefangenen Sapiarchen finden. Was? Gefangene Sapiarchen? Ich denke, die sind alle tot. Was? Habt ihr solche Eindrücke öfter? Ein Gefühl der Dringlichkeit. Ja, gut, hat man das nicht immer irgendwie? Manchmal. Hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, als Teil des Psychic-Ordens auf einer Insel ohne festen Ort zu leben. Wir wussten, dass die drei daedrischen Fürsten eine Bedrohung darstellen.
Aber das hier ist unser erster eindeutiger Beweis für ihre feindlichen Absichten. Ja, Moment mal, die Krecken und das ist der andere Spaß, das war kein eindeutiger Beweis. Na gut, das ist... Meinst du, sie leben noch? Selbst Gelehrte kennen Wege, sich selbst zu verteidigen. Was mich auf etwas bringt. Ich kann zwar gut auf mich selbst aufpassen, aber mitten in einer tobenden Schlacht bin ich keine große Hilfe. Ich halte mich hinter euch und versuche euch nicht in die Quere zu kommen. Und jetzt sputet euch und rettet die Sapiarchen. Ja, ich soll wieder die Leute schreien. Ist das was? Spinnenkinder-Finifix? Ich fahre an diesen Ort vorbei. Hä? Wo ist der hin? Ist da noch gerade noch jemand? Jetzt ist da nur noch eine Strangspinne? Friede, Ausdauerkosten und Fähigkeiten. Mich hat die Strangspinne entdeckt. Der Faller hat diesen Ort versiegelt. Sterblicher Floh. Achso. Das war der Text, den ich gerade gelesen habe. Ach, sie heilt mich. Na gut, denn hier... Dann kann ich ja volle Glaskanone gehen. Hm. Noch mit Hodoro-Elfen. Also diese Säulen hier, das ist irgendwie... Weiß ich, glaube, das hätte man besser bauen können. Durch quer das Labyrinth läuft in die falsche Richtung. Ja, ich glaube, sowas in die falsche Richtung. Nö! Wo kommt jetzt der Ogrim her? Der war gerade noch nicht hier. Vor allen Dingen, der Ogrim sieht doch nie mal anders aus. Das ist hier wieder die Geschichte, dass in den Morrowind-Ladebildschirmen, da gab es auch einen Ogrim. Ich glaube, mir nie einen begegnet, wo ich damals anno 2003 Morrowind tatsächlich selber gespielt habe. Ey, das ist cool hier. Fleischertrunner. Achso. Das ist echt cool. Das könnte Level-Design sein, das ich auch so gebaut hätte. Mit diesen ich hab da so ein Fable für so Balkonen, die, wo man zwar die andere Seite sehen kann, aber nicht hinkommen. Kann das sein, dass sie die gleiche Fähigkeit hat wie ich, dieses Land? Die Sternen. Dieser Ort ist gewaltig. Warte, da vorne ist da jemand, oder? Können wir eventuell jemanden befreien? Ach, die verbrennt einfach zu Staub. Na, klasse. Na, toll. Und ich dachte, ich kann hier irgendwelche Leute retten. Hm. Da war doch gerade noch jemand, der da hochgehalten wurde. Ich hätte retten können, wir nicht einfach. Das ist. Das ist dich auch bitte. Du siehst im Hintergrund, wie die Rettung naht und dann. Das wäre ein guter Ort, um eine neue Brut ins Leben zu rufen. Was hat denn mir Vater eigentlich mit Skorpionen zu tun? Skorpione sind jetzt ja nun nicht unbedingt direkt Spinnen, ne? Eine neue Brut ins Leben zu rufen. Spinnen Klausner? Brutamme? Oh man. Ob die Leute irgendwie extra viel Spaß dran haben, welche spinnenrelevanten Namen zu erfinden? Der Fleischertronach sieht übrigens auch nicht so aus wie so der Standard 915 Fleischertronach. Ja, die Spinnen. Die Dieter von Mephala sehen auch noch leicht anders aus. Also wie verbrauchter, älter. So ein bisschen, als hätten die sich abgenutzt. Ich hätte gerne ein Fernglas. Falsche Fähigkeit, sorry. Wofür ist das ja nicht gut, das hier? Das stackt halt aber irgendwie. Oh, noch mehr Tode. Pause. Aber bis jetzt sieht es nicht so aus, als hätten hier irgendwelche Leute überlebt, Freunde. Ich würde mir langsam sicher anfangen, Sorgen zu machen. Um die allgemeine Gesundung. Mephala hat diesen Ort versiegelt. Sterblicher Floh. Warum werde ich mal als Floh bezeichnet? Ich bin schon so viel in die auf den Sack gegangen. Ich würde ein bisschen Anerkennung echt genießen. Ich meine, die müssten auf mir ein bisschen gehört haben. Die waren die ganze Geschichte an Kalthafen und hier und da und überall. Oder leicht, das weiß ich nicht, ob so grüßen. Das müsste sich doch eigentlich irgendwie mal positiv auf mein Ansehen bei den Dieter auswirken. Ich meine, die Dämonen in Doom haben zum Beispiel auch Angst vor Leichenverbrennung. Das sieht so aus, als hätten sie schon früher gemacht. Also, als würde das hier zum normalen Protokoll gehören. Hier kämpft sich gerade ein Spieler vor, das ist ja schön für mich. Das macht meinen Job erheblich einfacher. Meine Ansicht habe ich überhaupt kein Interesse daran, mich durch irgendwelche sinnlosen Kämpfe durchzukämpfen.
Das kostet alles nur Zeit und bringt halt nichts. Zum Ausnutzen halten. Spinne ich jetzt Phoenifex? Was mein Phoenifex ist. Jetzt rennen die wieder an mir vorbei. Nee. Oh. Die Brücke sieht irgendwie herrlich episch aus. Der Vater hat diesen Ort versiegelt. Sterblicher Flo. Vor allem versiegelt. Womit denn eigentlich? Mit denen? Also, sind die Versiegelung? Ansonsten habe ich irgendwie Schwierigkeiten zu verstehen hier. Warum die der Meinung sind, dass der Ort versiegelt ist. Ich halte es aber hier. Rechts sieht es still aus. Sehen die mich? So, dann hätten wir so gesagt, dass hier ein bisschen müde. Ein schöner Abend für eine neue Brot. Die sich nicht mal so wiederholen würden. Die sind ja schon ein bisschen eingleisig in die Überlegung. Die ganzen Dedra, die hier rumrennen. Uah. So richtig viel nachdenken tun die mich nicht. Sind Hasenbraten, aber das ist schon ab. Wir sollten hier durch auf die oberste Ebene kommen. Ach, jetzt sind wir beim eigentlichen Kollegen. Jetzt sind wir beim eigentlichen Kollegen. Okay. Sie haben sich irgendwelche Leute eingeschlossen. Ein Ogrim? Wann sind die Ogrims so gedrungen? Die waren auch immer höher. Größer. Was hat mich vorhin gerade entdeckt? Der Ogrim war es definitiv nicht. Man muss gar nicht kämpfen. Man kann sich auch sehr gut einfach durchschleichen. Ganz ruhig. So, und jetzt? Da ist falsch. Hier ist richtig. Ich ahne, dass ich leider diesen Ogrim da vorbei muss, aber es sieht recht episch aus hier. Verdammt. Na gut, dann wird dieser Ogrim so sterben müssen. Ich halte ihn gar nicht so aus. Hatte ich nicht mal einen Mod, der mir die genauen Nierpunkte angezeigt hat, Zahlen? Was ist denn? Ein Zeckendedra. Wie lecker. Muss ich den besiegen oder könnte ich den einfach umschleichen? Ich spüre hier lang. Na gut, wir bekämpfen den Zeckendedra mal und dann ist es auch gut. Wespe? Was? Na komm. Also weiß ich den Zauber scheinbar, ob dieses bisschen gefällt, was Magie verhindert oder hat die Leute irgendwie stillstehen lässt. Nee, das ist ja nicht die einzige Chance. Ich spüre hier lang. Ja, hier lang, sagst du so einfach. Manche von uns müssen eventuell die Zecken, die da noch umhauen, die hier rumstehen und nicht nur ein bisschen rumheilen. Das ist gar nicht mal so unanstrengend, Freunde. Ich höre Stimmen vor uns. Niemand mehr sterben, Sapiakin. Gib mir nur die Schlüssel. Graf Layton? Ich darf die entschlossenen Diamanten nicht weggeben. Schon gar nicht an einen Kultisten. Layton, halt! Aha. Balsiren! Nein, verdammt! Ach, das war ja relativ einfach. Sag ich, Lanate? Ist hier irgendjemand, den wir kennen? Berede und Daisy? Nee, leider nicht den. Viele Leute leben hier nicht mehr, ne? Tja, hallo, Sapiach, Lanate. Ihr und eure Begleitung seid buchstäblich im letzten Augenblick eingetroffen. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich nun gern erfahren, wer ihr seid und woher ihr wisst, dass das Kolleg der Sapiachen angegriffen wurde. Ich habe den Angriff selber befohlen und versuche mich jetzt selber gut darstellen zu lassen. Nee, anders. Hier, Psychic Orden. Erst führt dieser Kultist eine Armee aus Daedra auf unser Gelände und verlangt von mir, dass ich ihm die entschlossenen Diamanten aushändige. Und nun kommt ihr hier mit einer Warnung der lange nicht gesehenen Weisen von Arteum an. Ich glaube, ihr müsst euch erst einmal erklären, bevor wir hier fortfahren. Muss ich? Ich kann auch wieder gehen und den einfach machen lassen. Drei Edition Fürsten haben mit der Siegkriege zusammengearbeitet und das erhofft es ja. Ja, genau das da. Das ist unmöglich. Wir würden wissen, wenn die Verteidigungen des Turmes durchbrochen worden wären. Aber das würde die Katastrophen erklären, die Sommers End derzeit heimsuchen. Dann will ich euch mal glauben. Was schlägt der Ritenmeister als nächsten Schritt vor? Wir suchen das Herz noch. Ein vernünftiger Plan. Doch für den Zugang zum Turm braucht man die entschlossenen Diamanten, die von den Turmwächtern bewacht werden. Nur sie können die Schlüssel benutzen. Vermutlich sind sie das nächste Ziel. Wir müssen Hanayel und Emidriel in der Akademie der Illumination warnen.
Ich habe mir das Gefühl, dass die kein vernünftiges System zur Fernkommunikation haben, sonst wäre das alles überhaupt kein Problem hier. Ja, ich kann die Wahl. Wir wissen eure Hilfe in dieser Angelegenheit zu schätzen. Ehe ihr euch zur Akademie der Illumination aufmacht, kann eure Begleitung vielleicht noch diesen Kultisten aus meiner Anlage schaffen. Wir werden auch so schon Wochen brauchen, um den Gestank nach Daedra wieder loszuwerden. Sieht eigentlich auch ein ganz cooles Kostüm an. Na gut, erzähl mir noch mal was von den Turmwächtern, von dem ich nämlich überhaupt nichts weiß. Alle 11 Jahre werden 2 Sapiarchen dazu auserkoren, sich einem langen und umfassenden Ritual zu unterziehen, das sie auf die entschlossenen Diamanten einstimmt. Die Schlüssel, die den Kristallturm öffnen. Diese Wächter bewachen die Diamanten und nutzen sie, um anderen Zugang zum Turm zu gestatten. Den kann sonst keiner benutzen? Was machen wir, wenn die irgendwie verletzt werden, sterben oder anderweitig ausfallen? Die erzurnen Diamanten ergeben zusammen einen passenden Satz, der zu jeder Zeit eigens auf ein paar Sapiarchen eingestimmt ist. Nur ein eingestimmter Wächter kann einen Diamantenschlüssel benutzen, und um den Weg in den Turm zu öffnen, braucht man beide Schlüssel. Dann bringen die Diamanten noch gar nichts. Das heißt, man hat halt recht viel Zeit, was ja aktuell nicht der Fall ist. Wer kann schon sagen, wie viel dieser Kultist tatsächlich über die Diamanten und ihren Einsatz weiß? Dem dädrischen Fürsten, dem er dient, steht jedenfalls genügend Magie zur Verfügung, um die Diamanten einzusetzen. Deshalb müssen wir uns vergewissern, dass die Wächter in Sicherheit sind. Ach so, natürlich, das kann man natürlich auch machen. Erst die Diamanten klauen und danach die Wächter irgendwie erpressen. Na gut, das sehen wir von den beiden. Zusätzlich zu ihren Pflichten als Wächter sind Hanayel und Imedril auch Gelehrte des Kollegs der Sapiarchen. Sie führen Forschungen durch und halten Vorträge. Zu ihrem eigenen Schutz wissen jedoch nur einige ausgewählte Personen, dass sie die Wächter sind. Ach so, das ist die ganze Turmwächtergeschichte noch ein Geheimnis. Ach so, ein Elend, ja. So ist unser übliches Vorgehen. Schwierige Zeiten erfordern jedoch auch verzweifeltere Maßnahmen. Ihr müsst wissen, wer sie sind, damit ihr sie finden und in unsere Anlage zurückholen könnt. Hanayel musste in die Bibliothek der Akademie und Imedril begleitete sie. Na okay. Ist das denn wirklich ein Paar oder ein Paar im Sinne von, das sind 2? Na gut. Überlassen wir diese Psychiker ihrer Arbeit. Wir haben ein Kolleg wieder aufzubauen. Ja, gewiss, dann erinnern wir uns mit Leighton. Kenne ich die nicht irgendwo her? Ihr da, überzeugt meine liebe Gattin, mich freizulassen. Und ich werde Mephala bitten, euch schnell zu töten, sobald das neue Zeitalter anbricht. Ach, warum macht er denn jetzt mit die drei hier? Möge mich die Weberin von Narren und selbstlosen Abenteurern bewahren. Walsiren hat sich schon vor langer Zeit von mir und meiner Tochter abgewandt. Ist es da ein Wunder, dass ich erst Aufnahme und dann ein Ziel beim Hof des Aufruhrs fand? Tja, so Verrat. Maßt euch nicht an, über mein Verhalten urteilen zu dürfen, ihr unwichtiger Floh. Ich bin jetzt ein Graf am Hof des Aufruhrs und wurde von Mephala persönlich dazu auserkoren, sie auf dieser allzu zerbrechlichen Welt zu vertreten. Lasst mich in Ruhe. Mein Gespräch mit euch ist beendet. Na gut, das ist die Dietra. Reden ja meistens mit den Leuten persönlich, oder? Das ist ja irgendwie. Die können sich ja mehr oder weniger teilen. So, Walsiren, Ideen? Ich fasse es nicht, dass ich mir solche Sorgen um das Wohlergehen meines Gatten machte. Leighton hier vorzufinden, wie er die Sapiarchen bedroht und eine Horde von Daedra anführt. Wie konnte er den Orden nur so verraten? Wie konnte er mich verraten? Ach tja, das ist... Was hast du mit Leighton gemacht? Ihn anscheinend irgendwie Fesselzauber? Ein einfacher Bandzauber. Seine Aufmerksamkeit war derart fest auf die Sapiarchen gerichtet, dass er nicht darauf vorbereitet war, noch mit einem weiteren Psychic-Magier fertig zu werden. Während ihr losgeht und die Turmwächter in der Akademie der Illumination sucht, bringe ich Leighton zurück nach Arteum. Ja, aber gibt's da nicht irgendwie Ärger? Und vor allen Dingen, ist es nicht irgendwie gefährlich? Ich hoffe ja fast, dass er mir ein bisschen Ärger macht. Ich könnte einen guten Grund gebrauchen, um diesem Verräter ein paar Schmerzen zuzufügen. Seid unbesorgt. Mein Zauber wird seine Wirkung behalten, bis wir innerhalb der Mauern von Turm Zepura sind. Ja, dann macht das mal. Ich wünsche euch viel Spaß dabei bei diesem Unterfangen. Und dann haben wir die nächste Mission. Aber jetzt können wir auf jeden Fall mal ein Nebenquest machen. Nehme ich an. So. Aber mehr dazu in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt. Ey, das ist online. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao.